Herr Dr. Androsch, Sie sind, wenn man das so sagen kann, schon fast eine zeitgeschichtliche Persönlichkeit, ohne das jetzt respektlos zu meinen. Und wir haben im Vorgespräch ein bisschen über richtig und falsch, über Werte gesprochen. Was würden Sie definieren, macht Ihre spezielle Persönlichkeit oder Ihr spezielles Profil als Mensch aus? Ja, selbst, dass ich meistens gewusst habe, was ich will und gleichzeitig aber immer das auch in Zweifel gezogen habe. Also nicht, wie der Descartes gesagt hat, cogito ergo sum, sondern dubito ergo sum. Also nicht ich bin, weil ich denke, sondern ich bin, weil ich zweifle. Aber deswegen nicht zugleich verzweifle, sondern in Frage stelle. Jetzt, weil wir das Video auch für jüngere Generationen machen, die sich das über YouTube und neue Medienkanäle anschauen und wir Sie extra angefragt haben als Vorbildpersönlichkeit, die Manifest, wo man sich da umschaut, oder die Adresse hier, Opernring 1, was erreicht hat, wo, ab wann fange ich an zu reflektieren und wann höre ich dann auf mit dem Nachdenkprozess? Weil für einen Jüngeren ist es immer schwer, wann treffe ich dann eine Entscheidung und setze dann eine Handlung. Naja, reflektieren kann ich nur, wenn ich sie gesetzt habe, nicht? Das ist sozusagen eine Selbstüberprüfung. Ein junger Mensch muss trachten und streben, sozusagen, die Worte von Goethe. Oder wo ist der Schiller jetzt? Zu gebrauchen. Ob das dann, was er sich was er angepeilt hat und was er davon erreicht hat, ob das dann alles seinen Vorstellungen im Ergebnis entsprochen hat, das ist dann wert, dass er darüber nachdenkt. Darüber Rechenschaft sich gibt, reflektiert. Das setzt dann schon einen gewissen Erfahrungsschatz voraus und das hat dann was mit zunehmenden Jahren am Buckel zu tun. Wie weit, wenn ich den Sprung ins Hier und Jetzt setzen darf, wenn ich Sie als professionellen Politiker und sehr erfahrenen Unternehmer fragen darf, wie weit haben die heutige Politikergeneration, wurscht welche politische Farbe ich mir jetzt anschaue, diesen Reflexionsprozess oder diese Form der Denkweise, die Sie beschrieben haben, intus oder setzen die um? Na, die Vorfrage ist überhaupt, wie weit haben Sie eine Vision und eine Perspektive, die sie vermitteln können, und ein Konzept und damit den Menschen Orientierung zu geben, in der Lage sind. Was allerdings unter den aufgewühlten geopolitischen, weltwirtschaftlichen Umständen Vielfalt neuer Bedrohungen sicher viel schwieriger geworden ist. Und daher hat man den Eindruck, dass sie mehr punktuell und sozusagen ad hoc tätig sind und diese langfristige Perspektive nicht zu erkennen ist oder überhaupt gegenüber diesen rasch ändernden Bedingungen oft den Eindruck hinterlassen, geradezu hilflos zu sein, siehe das Flüchtlingsthema, das ja von der Menge her im Grunde lächerlich ist. Ne? Man muss sich erinnern, dass nach dem Krieg wurden 30 Millionen Vertriebener,
Geflüchteter, das Post-Persons in Zentraleuropa und jetzt, wenn man in der EU mit 500 Millionen Einwohnern, da immer waren ja 1,5 Millionen, 2 Millionen nicht unter und wir sind auch nicht besser, wir haben noch immer nicht genug winterfeste Unterkünfte, wobei die meisten ja durchgezogen sind, auch ein logistisches Problem. Ich würde es gar nicht bestreiten oder gar verniedlichen, aber gemessen an das, was man in seiner Lebensgeschichte schon erlebt hat, ist das relativ ein bescheidenes Problem. Und offenbar sind wir weniger lösungsfähig geworden. Aber das ist nicht nur eine Frage der Politik, das hängt ja auch von der Bereitschaft der Menschen ab. Allerdings muss man gleichzeitig dazu sagen, wäre nicht einerseits bei vielen diese Bereitschaft der Hilfsorganisationen oder einzelner Teams in Österreich gewesen, die staatlichen Einrichtungen hätten ganz voll versagt. Und noch ehe sie den Zaun, der kein Zaun ist, schon deswegen, weil er so viele Löcher hat, ins Spielfeld errichtet wurde, sind sie plötzlich durch den Karawankentunnel gekommen. Also die Vorausschau hat sich da durchaus in Grenzen gehalten und daher auch die Lösungskapazität. Und das ist das Beunruhigende und das ist dann so wie mit einer Herde, wenn die merkt schon, dass ein Gewitter kommt und schaut, was der Leithammel oder die Leithammlin, damit wir es gendergerecht haben, wie sie sich verhalten. Und wenn die spüren, dass die unsicher sind, dann werden sie panikös, nicht? Wir wissen noch viel zu wenig von den Ereignissen in Köln. Aber das, was darüber berichtet und schon bewertet wurde, das kann so nicht stehen. So zu lesen im Übrigen bestätigenderweise in der heutigen internationalen Ausgabe der New York Times. Ein ganz gescheiter Artikel einer im Übrigen deutschen Journalistin. Also da werden Schlussfolgerungen gezogen und Sicherheit und was weiß ich, bevor mir überhaupt ganz genau was, was geschehen ist und wieso es geschehen konnte und Zuordnungen und so weiter. Das heißt, in unserer raschlebigen Zeit sind wir auch sehr voreilig geworden, überlegen zu wenig und es ist Gelassenheit verloren gegangen. Und bei allem Engagement, das man braucht, und jugendlich Adressaten junge Menschen sein sollen, Tatendrang, take your time and take it easy und überleg dir das noch und so weiter, das kann ich nicht, wenn ich am Fußballfeld stehe und entscheidet es eine tausendsten Sekunden, ob er durch ist oder nicht, ob er oder eines verhindere. Da kann ich nicht lang kontemplieren und gelassen sein, da muss ich zupacken. Aber mich auf das Match vorzubereiten, da macht schon einen Unterschied auf, mit welcher Gründlichkeit und Abwägung ich das tue. Also, Wagen und Wegen, nicht? Ohne Risiko geht's nicht, nicht? No risk, no fun, no risk, no gain, nicht? Also diese Ausgewogenheit ist uns da ein bisschen verloren gegangen und da spielen sicher die Social Medias auch in ihrer sozusagen Hack
Lipstick. Eine Rolle der Ununterbrochen hin und her geschrieben. Dinge, die von einer grenzenlosen Belanglosigkeit sind oder auch nicht. Das ganze Mobbing, das da stattfindet, gerade unter jungen Menschen, ist nicht trivial. Kann man nicht vernachlässigen, nicht? Und von anderen Auswüchsen abgesehen. Und kann man dafür nicht die Einrichtung verantwortlich machen. Das ist ungefähr so. Ist jetzt ein Messer ein nützliches Gerät oder ist das eine Mordwaffe? Nicht? Das kommt darauf an, was man damit macht. Nicht? Das ist sagen wir, bei der Eigenverantwortung. Ein Keil ist ein nützliches Gerät, schon aus der Steinzeit her, aber damit hat der Kain den Abel da geschlagen. Also kann es auch eine Mordwaffe sein. Das ist aber nicht das Gerät dafür verantwortlich, sondern das ist menschliche Eigenverantwortung. Sie haben den Faktor der Stabilität und der Ruhe und der Gelassenheit gut beschrieben und auch das. Die Stabilität ist die Folge, nicht? Das, der eine ist eine Einstellung und eine Zustandsfolge der Eigenpersönlichkeit und in Summe gesellschaftlich gibt es ein Mindestmaß an Ausgewogenheit und Stabilität. Naja, als Jüngerer frage ich mich, diese Ruhe und Gelassenheit musst du erst einmal haben. Ist ja oft, sie strahlt ja aus, haben die auch, aber die musst du einmal haben, erst in einer Form. Und ich glaube, weil Sie das gut geschildert haben von den Politikern, die schneller auf Stimuli aus Social Media, aus den klassischen Medien reagieren, ist das eine Persönlichkeits- oder Typusfrage, dass du sagst, damals zu ihrer Zeit, 70er Jahre oder danach, waren andere Kaliber am Werk? Oder, dafür die offene Frage zu stellen, waren da andere Persönlichkeiten da, die aus ihrer Entwicklung her stabiler waren? Oder? Die hatten vielleicht andere Erfahrungen, nicht? Also mehr so wie die. Meine Eltern- und Großelterngeneration, zwei Kriege und die Zwischenkriegszeit und alle Formen von Faschismus und Nationalsozialismus und alliierte Besetzung, Russenbezirk, sowjetische Besetzung hatten, haben zu den Dingen sicher eine andere Einstellung als das inzwischen in der sozialstaatlichen Wohlfahrtsgesellschaft der Fall ist, wo man den Menschen auch bevormundend mehr versprochen hat, als man offensichtlich mit der Unterfinanzierung des Bildungswesens, des Pensionswesens und so weiter defizitären Krankenkassen und so weiter beweisen, in der Lage ist zu liefern. Das sind aber dann wohl auch die allgemeinen Umstände und nicht nur im Rampenlicht stehende Personen, ob die Persönlichkeiten sind oder nicht, das ist dann noch eine andere Frage, da müssen wir diskutieren, wann ist eine Person eine Persönlichkeit, nicht? Kann man nicht vorstellen, dass sozusagen die grundsätzlichen Voraussetzungen diesbezüglich so anders geworden sind. Aber die Umstände sind es in vielerlei Hinsicht und vor allem auch durch ihre unglaublich raschen Veränderungen und auch das rasche Einwirkungen. Wenn heute ein Hotelbrand ist in Taipei, ist das für die Betroffenen höchst unangenehm. Aber kriegen wir brandwarm sozusagen serviert, ohne dass das für uns von irgendeiner schlussfolgenden Bedeutung ist. Also, dass man die Betroffenen bedauern muss, aber das müsste ich ja bei jedem Verkehrsunfall tödlichen auch haben. Da kann
kommen jedes Jahr bei uns und weltweit weiß ich nicht wie viel, bei uns 500 zu Tote und eigentlich quasi fahren wir vorbei oder gehen wir vorbei und zuckt nicht einmal die Achsel, ne? Da hat halt ein Pech gehabt. Ne? Ich meine, diese Proportionen sind durch diese Hektik der scheinbaren Aktualität, nicht? Was wir diskutieren, was ist eine Aktualität, was gerade passiert ist, ja wo, mit welcher Rückkoppelungswirkung. Nicht? Und diese Fragen stellen wir uns zu wenig und das wäre schon notwendig, aktuell zu reflektieren. Und wenn dann die Politiker genauso darauf reagieren, weil sie halt nicht ganz zu Recht, wie die Wahlergebnisse vermelden, meinen, sich auf diese Weise wie beim Rodeo am Pferd halten zu können, fürchte ich, ist das ein Missverständnis. Wenn ich es richtig verstehe, hat man eigentlich verlernt oder vielleicht gar nicht richtig gelernt, Zusammenhänge zu verstehen und auch eine gewisse Empathie für Menschen zu haben, weil Sie das Vollbeispiel mit einem Autounfall sind schon recht. Es passiert schnell was, die Leute haben ihre Sorgen im Kopf und verstehen eigentlich gar nicht Entwicklungszusammenhänge, die passieren. Ja, wenn auch nicht mit diesen punktuellen sozusagen Aufmerksamkeit, Sensationslust, aufmerksamkeitsharschenden Attitüde werden auch nicht vermittelt, also die längerfristige Perspektive, die wechselseitigen Zusammenhänge. Das beginnt schon in der Schule, da war früher auch so, dass man dort mal das Fach gehabt und das andere, es hat dann miteinander nichts zu tun, aber es fehlt uns die Verschränkung und die Komplexität unserer Zeit und ihre raschen Veränderungen sozusagen absorbieren, verstehen zu können und sich darauf einzurichten. Nicht? Also wenn junge Leute heute kommen, können wir nicht ein paar Gegenstände miteinander behandeln, weil sie zusammenhängen, dann kriegen sie die lapidare Antwort, dafür haben wir keine Zeit und wir werden sowieso mit dem vorgegebenen Lehrstoff, was das immer sein mag, also ob das Interesse der Jungen nicht genau der Stoff wäre, den es Lehren zu fördern gelte, als Antwort, nicht? Enttäuschend. Und den Rest interessiert es dann nicht mehr. Nicht? Und also, da haben wir alle miteinander, manche mehr, manche weniger, aber da fehlt uns das zeitgemäße Denken oder sowohl kognitive wie emotionale Verhalten sich dieser Gesamtproblematik zu nähern und zu versuchen, mit ihr zu Rande zu kommen. Das gefällt mir sehr gut. Jetzt gehe ich zurück zu unserer Eingangsfrage, wo Sie mich gefragt haben, von was lebt unser Unternehmen? Und unser Geschäft war es immer oder ist es, Menschen zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Und da würde ich Sie gerne fragen, weil wir jetzt diesen Themenkomplex Metaebene Politik bis hin zum einfachen jungen Menschen, der ja auch sucht, wohin gehe, wer bin ich. Sie haben ja Kinder, Enkelkinder, die ja auch nach ihrer Zukunft schauen, die ja auch Erfolg haben wollen oder zumindest glücklich sein wollen. Welchen Tipp würden Sie als jemand, der, so wie man sagen könnte, englischer Made Man ist, ja ein gemachter Mann, jetzt Jüngeren geben, gerade in dieser kritischen, stressartigen Zeit, wo du oft nicht weißt, wohin geht der Weg, Flüchtlingsthematik, Arbeitslosigkeit, Stress im individuellen Leben mit neuen Medien, welchen, ich will jetzt nicht nach einer Binsenweisheit fragen, aber welchen Ansatz oder welchen Tipp würden Sie als jemand, der Erfahrung hat und auch Erfolg gehabt hat und weiterhin hat, welchen Tipp würden Sie der jüngeren Generation geben?
Ich habe das meiner Autobiografie, die genau mehr als dieses eine Reflexion ist, versucht zu geben, und das, was Sie ansprechen, wird in den zum Teil fundamentalen und damit dramatischen Veränderungen der, wenn Sie so wollen, digitalen Revolution noch sehr viel wichtiger. Erstens einmal etwas zu tun, was Sie, was den jungen Menschen Freude macht, was sie interessiert, was sie glauben, dass sie eine Erfüllung finden können mit dem Verständnis, was immer das sein mag, dass man dafür neugierig sein muss, für alles, was um einen passiert, und dass man zur Bewältigung der Aufgabe, so wie jeder Sportler, ja, erst recht jeder Spitzensportler oder Künstler oder wer immer, trainieren muss, also sich lernen muss, sich Wissen als Instrument, die Möglichkeiten zu nutzen, aneignen muss, was dann sich daraus entwickelt und ergibt, das ist nicht voraussehbar, dazu ändern sich die Dinge zu rasch, und ist die daher auch die Zukunft hauptsächlich ungewiss, aber genau für diese Ungewissheit gerüstet zu sein, diese Aufgabe hat jeder junge Mensch, aber auch das Recht, dass man die bestmöglichen Grundlagen dafür schafft, ob das jetzt vom Elternhaus ist oder durch das Schulwesen oder durch das Gesellschaft, also Chancengleichheit, soziale Durchlässigkeit, bestmögliche Ausbildungsmöglichkeiten, das sind alles Voraussetzungen, die wohl auch die Verpflichtung der Allgemeinheit, der Gemeinschaft ist, aber sie dann auch mit dem vorhin genannten Verständnis zu nutzen, das ist Pflicht und Aufgabe jedes Einzelnen, um einen selbstbestimmten, selbstgestalteten eigenen Lebensweg erfüllend und, wenn es gelingt, erfüllt, dann zu beschreiten oder beschritten zu haben. Ja, Herr Dr. Androsch, sind wir mit dieser Endantwort gesundheitlich die Fragen sehr gut beantwortet. Meine Fragestellung, die ich dahinter am Anfang als Intention für das Tiefeninterview hatte, beantwortet, da brauche ich nicht viel mehr herumdozieren und fragen, und bedanke mich für die Zeit und das Gespräch. Ja, vielen Dank. Danke.